Einen schönen guten Tag. Wir wollen in diesem Video die Frage beantworten, die uns in letzter Zeit immer wieder erreicht, wo die Leute dann sagen, ja, warum muss ich, wenn ich einen Artikel verkaufe und eine Preisreduzierung durchführe oder einen Rabatt vergebe, einen Grund auswählen? So. Ganz einfach. Diese Grundangabe für eine durchgeführte Preisreduzierung ist bei vielen Softwaren ganz normal und gang und gäbe. Bei uns können Sie das ein- und ausschalten in den Systemeinstellungen, da kommen wir gleich dazu. Das Finanzamt hat natürlich Angst, dass, wenn Preisreduzierungen in der freien Wildbahn, also sprich in der Kasse, abweichend vom hinterlegten Artikelpreis durchgeführt werden, dass da mit der Differenz irgendwas passiert, was nicht passieren soll. So, davor haben die Angst. Deswegen sagen die, eine Software muss das mitprotokollieren. Wir protokollieren das auch mit. Auch protokollieren wir die Gründe mit, warum sie das machen. An dieser Stelle möchte ich noch einen kleinen Tipp geben. Bei dem Grund für die Preis oder die Gründe der Preisveränderungen können Sie auch selber definieren, indem Sie auf diesen Button mit diesen drei kleinen Pünktchen auf der oberen rechten Seite klicken und hier dann die von Ihnen benötigten Gründe mit angeben bzw. hinterlegen. So. Was durchaus Sinn macht in der heutigen Zeit, als kleiner Tipp, ist die Option Internetpreis, denn es könnte ja sein, dass ein Kunde zu Ihnen im Laden kommt und sagt, hey, ich habe hier den Artikel, würde ich gerne bei dir kaufen, lieber Ladeninhaber, der kostet 100 Euro bei dir, für welchen Preis kriege ich den? Im Internet kriege ich ihn für, keine Ahnung, 90 Euro und bei Ihnen kostet er 100 Euro. Dann könnten Sie sagen, okay, mache ich dir auch oder sagen mal, wir treffen uns in der Mitte, weil der Internetpreis, da kommen die Versandkosten noch dazu, bla bla bla. Also sowas ist immer durchaus sinnvoll und wird auch von keinem Prüfer, denke ich mal, beanstandet, weil es in der heutigen Zeit gang und gäbe ist, weil die Endkunden einfach zu viele Vergleichsmöglichkeiten haben. So, das war jetzt das. Ich will jetzt da gar nicht großartig drauf aus, drum rumreiten. Das heißt, wir wählen nun einen Grund aus und sagen übernehmen. Wir sehen nun, dass wir eine Preisreduzierung haben von 59 auf 50 Euro und im Hintergrund wird es auch mitgelockt in zweifacher Weise. Das heißt eine Logdatei und eine Kontrolldatei des Logs, um wiederum sicherzustellen, damit nicht irgendwie im Hintergrund etwas verändert wird. Und somit bekommen wir halt dann auch ja, manipulative Eingriffe auch an dieser Stelle bei den Protokollen mit. Wie sieht es aus? Da kommen wir nachher dazu. Okay. Sie können diese Grundabfrage natürlich ein- und ausschalten. In den Systemeinstellungen und Administrationssystemeinstellungen können Sie in der Karteikarte Verkauf Leistungsmerkmale hier Grund bei Preisreduzierungen erzwingen, können Sie ein- und können Sie ausschalten. Veränderungen diesbezüglich dieser Auswahl werden auch mitprotokolliert. Und zwar sehen wir hier, dass wir am 5.3. um 12.31 Uhr hier Grund bei Preisreduzierungen ausgeschaltet haben. Somit können wir immer reproduzieren, was natürlich, oder auch ein Prüfer kann reproduzieren, was im System eventuell verändert wurde. Deswegen, ich empfehle Ihnen hier wirklich diesen Grund drin zu lassen, dann das ist wirklich safe, das ist zwar nervig, aber das ist sicher. Und wenn Sie ständig Preisreduzierungen haben, sollten Sie vielleicht mal eins überlegen, dass Sie sagen, okay, dann gehe ich, wenn der Artikel sowieso 59 Euro kostet, also wenn der normalerweise 59 Euro kostet, Sie aber den Artikel permanent für 35 Euro verkaufen, warum auch immer, dann können Sie ganz einfach bei den Staffelpreisen und PVA sagen, okay, du bist ein Angebot, lieber Artikel. Dann setzen Sie den Angebotpreis von 35 Euro, sagen, dieser Artikel ist ein Angebot, speichern das Ganze. Ja, jetzt gehen wir hier mal wieder raus. So, ich lösche jetzt mal den raus. Was war jetzt das? So, ich weiß es nicht mehr. War das der? Ja, genau. So, und wenn ich jetzt den Artikel verkaufe, sehe ich allein durch dieses visuelle rote Pünktchen, dieses Merkmal links oben hier, sehe ich, dass es ein Angebotsartikel ist mit einem reduzierten Preis von 35 Euro. Dann kommt auch diese Abfrage nicht mehr. Deswegen Artikel, die permanent, dauerhaft reduziert sind, im Artikelstamm hinterlegen. Und bei Artikeln, bei denen Sie halt ab und zu mal eine Preisreduzierung durchführen, ganz einfach dann den Grund auswählen und dann ist gut. Genauso verhält es sich, wenn Sie natürlich irgendwelche Rabatte vergeben. Hier will natürlich das Finanzamt auch wissen, ja, warum vergeben Sie Rabatte? Warum verschenken Sie die Ware?
Und hier müssen Sie halt dann einfach auch sagen, okay, weil es Internetpreis ist, weil es Stammkundschaft ist, wie auch immer. Es ist nervig, aber es ist leider Gottes so, dass die natürlich alles lückenlos protokolliert haben wollen, weil die haben ja Angst, dass denen einen Cent Steuer entgeht. Ich hoffe, ich habe Ihnen dieses Video ausführlich oder zu Ihrer Zufriedenheit beantworten können. Entschuldige mich für die leichten Ausschweifungen, aber ja, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.